Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben Sie heute eingeladen, um Sie über eine folgenschwere Medikamentverwechslung auf der Intensivstation unseres Krankenhauses in Kirchdorf zu informieren. Zu unserem großen Bedauern kam es dabei auch zu einem Todesfall. Der verstorbene Patient erhielt statt einer Kalium-Magnesium-Spezialinfusion eine Calciumchlorid-Magnesiumchlorid-Infusion. Der 61-jährige Patient ist aufgrund der Folgeschäden, die durch das falsche Medikament ausgelöst wurden, am 3. Oktober verstorben. Im Namen des Vorstands und des Krankenhauses Kirchdorf möchten wir den Angehörigen und der Familie des verstorbenen Patienten unsere tiefe Anteilnahme und die Betroffenheit darüber ausdrücken. Also ins Krankenhaus Kirchdorf ist ein Patient eingeliefert worden. In was für einem Zustand war dieser Patient? Der Patient war prinzipiell ansprechbar, kontaktfähig. Er hat gespürt, dass mit seinem Herz etwas nicht in Ordnung ist. Er hat Stolpern gespürt und ist deswegen in unser Spital gekommen. Was hat sich dann in weiterer Folge zugetragen? Es ist ja dann ein folgenschwerer Vorfall im Krankenhaus passiert. Ja, der Patient ist, nachdem er EKG geschrieben worden ist und man gesehen hat, dass er eine beträchtliche Herzrhythmusstörung hat, auf die Intensivstation verlegt worden. Es sind dann entsprechende Behandlungsschritte begonnen worden. Unter anderem wurde auch eine Kaliumlösung vorgeschrieben, weil beim Patient im Blut sich gezeigt hat, dass er niedriges Kalium hat. Im weiteren Verlauf ist aufgefallen, dass es dem Patienten nicht gut geht. Daraufhin sind die diensthabende Ärztemannschaft informiert worden und man hat den Falschschluss jetzt retrospektiv gesehen, geschlossen, dass eine Unverträglichkeit auf ein anderes Medikament vorliegt. Dieses Medikament wurde abgedreht und das vermeintliche Kalium wieder aufgedreht. In den Laborkontrollen nachher war auffällig, dass das Kalzium extrem hoch war. Es wurde der Abteilungsleiter informiert und es wurde der Verdacht geäußert, dass es sich hier um eine Calciumvergiftung handelt und es wurde auch der Verdacht geäußert, dass es hier eine Medikamentenverwechslung geben könnte und es wurde auch in den Kübeln nachgeschaut und es ist das Gebinde gefunden worden und es war dann eindeutig, dass der Patient statt Kalium Calcium bekommen hat. Der Patient ist ja dann in ein anderes Krankenhaus verlegt worden und wie ist dann weitergegangen? Ja, primär ist es so weitergegangen, dass das erste Therapieschritte, was man in so einem Fall macht, eingeleitet worden sind. Es ist dann in der Nacht leider zu einer Verschlechterung gekommen. Es hat sich ein komplettes Organversagen mehrerer Organe entwickelt. Der Patient war dann zu diesem Zeitpunkt so instabil, dass eine Transferierung nicht möglich gewesen wäre. Er hat sich dann etwas gebessert und konnte dann nach Wien, nach Kontakten mit der Universitätsklinik transferiert werden. Er ist dort auch im stabilen Zustand angekommen, hat sich aber in der Folge dann leider weiter verschlechtert und ist dann leider verstorben. Insgesamt waren ja dann mehrere Patienten jetzt von dieser folgenschweren Verwechslung betroffen. Wie viele Leute hat das insgesamt betroffen? Es hat dann insgesamt nach unseren Recherchen und wir haben relativ kurze Zeit jetzt gehabt, das zu recherchieren, handelt es sich um 4 weitere Patienten, wo der Verdacht besteht, wo allerdings der Krankheitsverlauf etwas anders ist. Das ist vorhin vom Vorstandsdirektor ja schon ausgeführt worden, ist denn, dass die Augen sieht, dass in der Zeitung noch drauf schaut, dass es wirklich weg von mir gewiss ist, muss irgendwie gerecht sein.
Ein Patient, der in das Krankenhaus Kirchdorf gebracht wurde mit Herzrhythmusstörungen, ist intensivmedizinisch behandelt worden und sein Zustand hat sich im Laufe der Behandlung verschlechtert. Man ist dann draufgekommen, dass ein Medikament, das verwechselt wurde, dem Patienten in hoher Dosis verabreicht wurde. Er wurde dann aufgrund der ärztlichen Entscheidungen in eine Einrichtung nach Wien transferiert, um sozusagen eher die Situation zu beherrschen. Das ist allerdings nicht gelungen und der Patient ist bedauerlicherweise verstorben. Es waren jetzt insgesamt mehrere Personen betroffen. Was ist der Stand der Ermittlungen jetzt, was wird gemacht? Wir haben diesen Sachverhalt, den ich zuerst geschildert habe, der Staatsanwaltschaft Steyr zur Kenntnis gebracht und wir haben in den zweiten Schritt der Staatsanwaltschaft Steyr zur Kenntnis gebracht, dass wir Hinweise darauf haben, dass die Möglichkeit besteht, dass weitere Patienten von dieser Verwechslung betroffen sind. Das ergibt sich aufgrund der Durchsicht der Krankengeschichten und des Verlaufs der Konzentration des Arzneimittels im Blut. Die Staatsanwaltschaft Steyr wird nunmehr ihre Ermittlungen aufnehmen. Wir kooperieren voll und legen selbstverständlich alle Unterlagen, Dokumentationen und Daten offen mit der Staatsanwaltschaft und mit der Gesundheitsbehörde, der wir diesen Sachverhalt auch zur Kenntnis gebracht haben.